Hallo Messerfreunde, so, bevor uns dieses schöne Modell verlässt, werden wir da noch mal einen Blick reinwerfen. Ein schönes Gua Colletterie von Oliver Lemmy, ein Merops Full Custom Front Flipper mit diesem krassen Fat Carbon Bolster. Aber bevor ich das jetzt hier lang quatsch, zeige ich euch das doch einfach mal. Mit selbst geschmiedeten Damast, Sanmai Damast. Cool. Das sind schon richtige Künstler hier. Da kann man noch ein bisschen zurück, genau. Dann sehen wir das hier besser. Ja, wunderschön. Fett Carbon, schönes helles Holz. Frontflipper, wie es die Franzosen eben mögen. Hier drunter nochmal Titan-Liner. Ist das jetzt Fiber oder so eine Glasfaserschicht, eine Carbon-Schicht da drunter noch? Sieht fast aus wie noch Carbon-Liner drunter. Dann die Titan-Liner, dann ein Backspacer sauber eingearbeitet. Und eine Sanmai Handforged Inox Carbon-Klinge. Das sieht ja abgefahren aus. Hier sieht man nochmal das. Die Lagen im Stahl war natürlich klasse Handlage. Höchstwahrscheinlich die Flanken aus rostfreiem Stahl und der Kern aus Carbonstahl, wenn du den noch feiner ausgeschliffen kriegst, dass das Ding nachher wie ein Rasiermesser scharf sein wird. Holy moly, ja, der gute Oliver hat's drauf, vor allem wenn du dann noch deine Klingen selber schmiedest. Das ist natürlich dann nochmal eine Steigerung. Tolle Verarbeitung hier, die Aussparung, um den Linerlock zu entriegeln. Schöne schwarze Torx-Schrauben drin, schön bei dem hellen Holz. Lässt sich wunderbar entriegeln. Läuft innen drin auf einem Kugellager. Man hat halt hier diesen sehr beliebten französischen Frontflipper, weil er einfach das Design nicht verschandelt. Im offenen Zustand, du hast keine Pins, du hast kein Lanyard, kein Daumenloch, du hast kein Nailnick, nichts. Ja, läuft wie auf Schienen, das Ding. Ja, schön. Dachte ich mir, muss in mein Videoarchiv. Denn solche Einzelstücke siehst du wahrscheinlich nie wieder. Ja, das war's. Ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye bye, euer Hilbili.